Willkommen zurück zu Pokémon der Weißen Edition und in unserem Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir haben die nächste Stadt erreicht, jedoch wir sind noch ein Ticken zu schwach, um tatsächlich den nächsten Arenaleiter herauszufordern. Und dementsprechend, es gibt im Süden von Wabidro die Wabidro-Werke. Und ich würde einfach mal sagen, wir versuchen hier einfach mal herauszufinden, was man hier ernsthaft noch machen kann. Da kann ich auch wirklich euch nicht sagen, was auf uns zukommt. Hi. Hey, ich habe da eine Spitzenidee. Wollen wir nicht tauschen, deinen Pokéball gegen meinen Superball? Okay. Hey, denk dran, den Superball kann man mal bald mal ausprobieren. Okay. Na, war doch eine Spitzenidee, oder? Wenn du magst, können wir das morgen gerne wiederholen. Okay, also ich kann täglich einen Pokéball für einen Superball eintauschen. Oh. Oh, hier geht's wieder. Oh, okay. Ich dachte, man soll über das Schiff dann irgendwie weiter. Ja, ein Seidenschal. Das ist doch gar nicht mal verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Dementsprechend, wenn ich den denn finden dürfte, geben wir den Seidenschal aktuell einfach mal an Nightbooster. Weil dass er aktuell wirklich noch nichts Besseres kann, ein bisschen stärker Tackle einsetzen zu können, sollte immens helfen. So, also wir sollen hier nicht großartig weiter. Ich gehe mal davon aus, weil nämlich jetzt, glaube ich, hier im Norden, wenn man da weitergeht, da ist ein Pokéball, aber wie man sich vorstellen kann, den kriegen wir noch nicht ohne Surfer. Okay, da wackelt wieder was. Das ignoriere ich für jetzt erstmal. Okay, wir haben das Gebiet verlassen, aber ich gehe mal davon aus, es sind weiterhin, okay, weiterhin die gleichen Gebiete. Also ich kann nicht einfach sagen, oh, hier kann ich jetzt wieder ein Pokémon fangen oder ähnliches. So, was seid ihr denn für Leute? Hey Trainer, du hast ein paar aufgeweckte Pokémon, wie mir scheint. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Es geht darum, die Arbeiter hier in den Werken mal ein wenig zu motivieren. Wie sieht's aus? Würdest du das übernehmen? Alright. Diese Antwort ist Musik in meinen Ohren. Wir haben ein paar Arbeiter, die hier in den Werken ganz frisch angefangen haben. Wäre super, wenn du die drei dazu bringst, mal etwas Dampf zu machen. Okay, eine Hütte, die ich nicht betreten kann. Oh, die sind hier auf der gleichen Ebene wie ich. Okay, das ist vermutlich kein Arbeiter. Auf geht's, jetzt wird gekämpft. Und zwar Tobin. Oh, ein Glifunkel. Ich glaube, das wird nicht glifunkonieren gegen... Oder sagen wir mal, mit unserem neuen Starter-Pokémon Komo hier was zu reißen. Okay, auch nochmal hier uns dann zu den Tackle-Heuler, Egelsamen, Ranken, Hieb. Wir haben, glaube ich, nichts im Petto gegen das Drecksding. Aber Vergiftungen sollten auch nicht das größte Problem sein. Das heißt also. Oh, der ist Level 13. Also. Wenn wir ehrlich sind, wir müssen definitiv hier noch ein bisschen uns... Oh ja, das ist nicht effektiv. Ah, Stärke hoch. Ja, das ist... Es gibt immer die Attacke, die Stärke erhöht, aber dafür verwirrt. Und dann diese hier. Okay, das tut es immerhin halbwegs. Schell. Das ist wiederum unangenehm wegen dem Genauigkeits-Debuff. Aber wie man sieht, wir prügeln uns hier einfach sicher, aber langsam zu unserem Ziel. Netter Versuch. Wow. Vielen Dank. Wow, du bist ja auch stark. So, dann... Okay. Ich wollte sagen, finden wir mal die Logik heraus, wie man hier nach oben gelangt. So, was ist das da hinten? Ah, das ist ein weiterer Arbeiter. Der ist irgendwo im Nirgendwo. Okay, wenn hier schon einer ist, hi. Es war immer mein Traum, in den Werken zu arbeiten. Seit dieser Traum wahr geworden ist, habe ich wirklich alles, was ich will. Wie?
Was will der Bauaufseher? Also gut, dann tragen wir mal eben einen Kampf aus. Achso. Dachte euch, dass der nicht halt sofort aggressiv reagiert hat. Dass der nicht einer wäre. Takao. Ein Hubbelupf. Guten Tag. Hubbelupf. Level 12. Das sollte also nicht allzu viel mehr können als unser Vieh. So. Ich würde natürlich ganz gern mal wissen. Haben wir irgendein Pokémon direkt, was hier Vorteile genießt? Ich werde mal testen. Wie sieht's aus mit Gift? Ja, guten Schlag. Es kann sich, wir haben es ja gesehen, theoretisch immer noch wehren mit Tackle. Aber gucken wir mal. Schmork. Ah, okay, ja. Ja, das ist das Problem. Das Ding macht halt 20 Schaden mit Smog. Also, umwerfen sieht anders aus. Ich will mal ganz kurz trotzdem sicherstellen, dass das Ding vergiftet wird. Da sollte man nebenbei ein bisschen helfen. Und das ist ein bisschen doof, den Smog theoretisch vergiftet ebenfalls. Aber dadurch, dass es nicht garantiert ist. Ja, zum gewissen Grad müssen wir aufpassen, wie immer. Aber ich dachte wirklich, der würde hier so ein bisschen sicherer sein. Aber ich hoffe einfach mal. Okay, der Kampf wird einfach nochmal um 3-4 Runden weiter raus. Oh, hat nicht mal alles geschafft. Rausgezögert. Ich denke, ist klar. Wer nur meint, das Ganze in die Länge zu ziehen, wird trotzdem irgendwann besiegt. Kein Blödsinn, bitte. Okay, das geht mir sogar immer noch mehr in Ordnung als Tackle. Denn trotzdem wird das irgendwann uns hier. Warum war das auf einmal so wenig? Wird das alles zurückgesetzt? Wascht mich gerade so ein bisschen. Denn er hat mittlerweile wieder mehr HP hergestellt. Ja, okay, das war's dann für Schattenmensch. Vielen Dank. Vielleicht ist das Ding ja eigentlich, obwohl ich will eigentlich dann lieber auf Weißbrot gehen. Aber weil er auch eher noch jemand ist, der vom Level etwas weiter hinterher hängt. Okay, es müsste jetzt der 4. oder 5. Mal schon gewesen sein, also danach sollte endlich mal Ruhe diesbezüglich sein. Ja, das Problem ist, du kannst leider weiterhin nur Pflanzen attacken. Das ist leider also weiterhin nicht viel Schaden, den wir hier anrichten werden. Aber mit dem Wachstum sollten wir hoffentlich so ein bisschen helfen können. Noch eine weitere Runde. Jetzt sollte es das aber gewesen sein. Was natürlich jetzt auch dazu führen könnte, dass er anfängt, noch Tackle einzusetzen oder ähnliches. Okay. Aber wir hätten nochmal überlegen können, Egelsamen hinterher zu werfen, um noch mehr Schaden zu machen. Wollen wir vielleicht auch tun. Ach, Gott. Ja, ich weiß, es ist nicht die cleverste Idee, aber was man nicht alles tut. Tut nur, um so ein bisschen schneller zu leveln. Achso, weil er Flug ist. Ja, natürlich. Ich denke, das ist aufgrund von Flug. Ah, goddammit. Ich hatte mir erhofft, dass ich hier das schneller machen würde damit. Das ist halt also das Problem. Was ich ja eh schon so beim letzten Mal schon angemerkt hatte. Dass wir zu viele Pokémon vom gleichen Typ haben. Heißt also, falls man mal wirklich auf den Gegner trifft, auch gerade so durchs Leveln. Wo man weiß, oh, der schafft den nicht. Man hat vielleicht nicht unbedingt die Alternativen dafür. Gott, natürlich trifft Giftpuder jedes Mal. Natürlich. Das war natürlich noch ein Volltreffer. Okay. Na, immerhin, immerhin. Gewissheit. Ist das nicht eine Unlichtattacke sogar? Yes.
Hat der Gegner während der Runde bereits Schaden genommen? Oh, der Gegner. Funktioniert aber leider nicht in der Logik mit Gift, weil Gift ist ja am Ende der Runde. Denke ich. Meine ist trotzdem eine Unlichtattacke, die uns mehr Optionen bietet. Der Rauchhöcker war bisher relativ nützlich. Das ist ein bisschen doof, denn das Set gefällt mir bisher ganz gut, außer dass Smog an und für sich zu wenig Schaden macht und keine Garantie hat zum... Ja, Rauchwolke ist vermutlich cleverer zu behalten. Aber wenn ich die eine Attacke jetzt hier haben muss, irgendwas muss abgegeben werden und aktuell ist das die mit am uninteressantesten. Hat der mehr Gegner? Oh, shoot. Lombrero, Pflanze, Wasser. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, muss ich zugeben. Ich habe nicht mit einem weiteren Pokémon gerechnet. Ja, Absorber ist ein Problem. Oh oh, war noch ein Volltreffer hinterher. Heute ist wirklich einfach mal Zeit für Tanky Boy. Obwohl ich lustigerweise jetzt nicht mehr sicher bin, welcher von meinen Pokémon der Tanky Boy ist. Denn ich dachte eigentlich... Triplette. Okay, das war nicht so schlimm, wie erwartet. Können uns ein paar Mal heilen. So ist... Oh, shit. Come on! Der Gegner schafft's immer mit Giftbrühe zu treffen und wir haben hier ultra geschissen. Ja, okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier unser erstes Pokémon verlieren, wenn nicht sogar den kompletten Run. Oh, baby. Ja, und jetzt kommt natürlich hier das Problem. Ich kann keiner meiner Pokémon heilen oder ähnliches. Außer sie haben sowas wie jetzt hier, in dem Fall Synthese. Come on, trifft doch bitte endlich mal mit Giftpuder. Endlich! Versuch 4? Okay, ja, Heule ist natürlich jetzt auch noch unangenehm. Ich glaube, das ist schon das zweite mindestens. Tackle. Ja, das macht so gut wie keinen Schaden. Ja, also hier läuft es vermutlich darauf hinaus, dass wir immer gucken müssen, mit Night Booster uns zu high... Oh, shit. Ernsthaft? Ha. Das ist natürlich wirklich übel. Synthese hilft da auch vermutlich so überhaupt nicht. Außer halt zu heilen. Ja. Das ist ein Problem. Das ist ein ernsthaftes Problem. Denn wir hatten es ja gelernt gehabt hier letzten Teil, glaube ich. Dass Verbrennung auch die Stärke reduziert. Mit anderen Worten, das, was wir brauchen, um mit Tackle gut Schaden zu machen. Oh boy, das macht so gut wie nichts. Ja. Wir müssen einfach hoffen, dass wir länger überleben als der Gegner. Synthese. Ohoho. Er macht natürlich munter weiter mit der Attacke, die funktioniert. Und wir müssen hoffen, dass unser Gift irgendwann hier zum Sieg führt. Das Schöne ist wiederum, im Vergleich zu Gift, Verbrennung macht konstanten, gleichbleibenden Schaden. Mhm, sehr gut. Puh, MVP. Ich hätte gedacht, dass das Hobelupfen tatsächlich mal hier einen Vorteil mit sich bringt. Das sind wohl die harten Fakten der Realität. Ich bin zu den Werken gekommen, damit meine Pokémon mal gefordert werden. Für mich als Trainer heißt es natürlich, dass ich ordentlich ranklotzen muss. Ich würde sagen... Oh ja, ja, schön. Ich wollte nämlich sagen... Gucken wir hier unten. Raub. Ist Raub eine Attacke, die viel Schaden anrichtet? Ich denke, ist klar. Hier muss ich einfach mal ganz kurz gucken. Nur um 40. Ich
gucke aber mal, ob irgendjemand Raub erlernen kann. Einfach nur, um die Option zu bekommen. Cutter und Schattenmensch. Super, du hast eine Attacke, die theoretisch besser ist. Also hier. Viel Spaß damit. So, dann haben wir auch hier erstmal alles soweit. Da ist einer, wo ich nicht mal genau weiß, wie man zu dem hinkommt. Und ich gehe mal von aus, du bist Kollege Nummer 2. Solange ich mit meinen geliebten Pokémon zusammen sein kann, bin ich wieder gleich. Wie? Ein Kampf? Meinetwegen. Das kann nicht schaden. Mitchell. Ach, oh, ein Lilminip. Okay. Rein Pflanze. Dementsprechend unser Pflanzen-Gift-Pokémon, das keine Giftattacken kann, kann hier nicht wirklich viel machen. Heißt also, wir geben einfach mal Schattenmensch wieder die Option, die Möglichkeit, sich zu beweisen. Mhm. Nicht unterschätzen, aber insgesamt dürfte hier nicht fernbrennen. Smog. Goddammit. Schattenmensch, bitte treffen. Das Ding blustet sich hier gerade auf. Ja, schön. Und Egelsamen. Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Unser Lilminip Weißbrot tut das ebenfalls. Ach, come on. Also, bisher ist es wirklich sehr anstrengend. Vergiftungen wollen nicht so richtig. Giftattacken allgemein wollen nicht so richtig. Holy shit, wie viel Schaden du bereits genommen hast. Der macht dich einfach nass. Oh, goddammit. Ja, und in der Zwischenzeit heilt er sich natürlich einfach. Okay, okay. Im Endeffekt hat hier keiner sonst noch irgendeinen Vorteil, denke ich. Dadurch, dass er halt reinpflanzt, ist es Psycho nicht wirklich von Nutzen in der Hinsicht. Aber ich werde es trotzdem hier einsetzen, einfach weil es stark ist. Ja, wichtig ist, Egelsamen hängt wirklich mit dem Pokémon zusammen. Das heißt, dadurch, dass wir es ausgetauscht haben. Wow. Das war ziemlich stark. Ein Perlu. Alright. Das müsste doch eigentlich rein Wasser sein. Das heißt, Komo kann endlich mal seine Pflanzenattacken ausgraben. Whirlpool. Fancy. Nein, in einem Strudel gefangen. Das ist nicht das größte Problem. Machen wir trotzdem mal Egelsamen, einfach um zu hoffen, dass wir uns ein bisschen wieder die KP herstellen können. Gerade durch diese ganze Whirlpool-Sache verliert man ja konstant so ein bisschen. Das wieder reinzubekommen. Verteidigung. Ist nicht die Welt. Aber durch das Whirlpool ebenfalls nicht die Welt an Schaden macht, sollte das in Ordnung gehen. So, guck mal, wie Rankenhieb jetzt aussieht nach Eisenabwehr. Wir werden den klar besiegen. Aber es ist beängstigend, wie wenig das an Schaden angerichtet hat. Vielleicht ist es noch irgendwas anderes außer Wasser. Aber lass mich nochmal ganz kurz gucken. Wenn dabei steht, ist es effektiv, dann ist es zumindest nicht irgendein anderen Typ, der das wieder ausbalanciert. Mal gucken, ein, vielleicht zwei Attacken. Dann sollten wir das sicher haben. Ja, aber das Interessante ist bisher, man sieht klar, die Pokémon sind von den Gegnern auf unserem Level. Das ist also genau das, was wir hier machen sollten.
Aber wir sind definitiv noch nicht auf dem Niveau, dass wir einfach so, denke ich mal, danach uns der Arena-Leiterin stellen können. Level 13, immerhin. Giftpuder. Yes, please. Damit hast du auch endlich mal eine Giftattacke, auch wenn sie passiv ist, in der Logik. Ach ja, Schlafpuder kommt gleich hinterher. Das ist fiese. Ich kann mich definitiv erinnern über die Jahre, wo man dieses Pokémon hier hatte, dass ich immer mal versucht hatte, Giftpuder und Schlafpuder mitzunehmen. Jedoch, ich denke, für den Playthrough aktuell müssen wir auf Schlafpuder verzichten. Ich denke, gerade Egelsamen ist ganz wichtig, um KP regelmäßig herzustellen. Rankenhieb ist die einzige aktuelle offensive Pflanzenattacke. Eine normale offensive Attacke und zu vergiften ist bei Weitem hilfreicher, denke ich. Klar, Schlafpuder hat seinen Nutzen. So will ich das nicht sagen. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass das sich eher weiter unten einreiht. Aurora-Strahl. Ist das nicht eine Eisattacke? Oh, Sweet Baby Jesus. Regenbogenfarbiger Strahl, der eventuell den Angriffswert des Ziels senkt. Beizielschuss. Also ich denke, bisher ist Remoraid das stärkste Pokémon, was wir haben. Mir macht es nichts aus zu verlieren, aber um mein Pokémon tut es mir leid. Ich meine, die wurden gerade verhauen hier. Ich habe total vergessen, dass ich immer Feste anpacke und arbeiten muss, damit meine Pokémon auch ordentlich gefordert und gefördert werden. Oh Mann. Dann gehen wir mal hier auf die Plattform rüber. Okay, hier oben ist nochmal ein T-Nager und dann da unten der Arbeiter. Okay. Der kämpft wirklich erst, wenn man genau vor ihm steht. Wenn ich stärker geworden bin, will ich Mika beeindrucken. Die Arena-Leiterin. So, Todd. Oh, ein Lichtel. Okay. Mit anderen Worten, wir werden hier definitiv Komo wieder rauswechseln dürfen. Und es gibt theoretisch nur zwei Pokémon, die wir wieder reinwechseln dürfen, die hier nicht einfach von dem Feuer zerlegt werden. Aber der ganz klare offensichtliche hier ist Kata mit ihren Wasserattacken. Nachtnebel. Unangenehm. Nachtnebel macht so viel Schaden, wie sie an HP haben. An Level haben, so rum. Also die machen grundlegend 13 Schaden. Was natürlich eine ordentliche Menge ist. Aber es ist das einzige Pokémon, was der Kollege hatte. Dementsprechend. Bye bye. Hahaha, das gibt's doch nicht. Jetzt. Achso, hier kann man nicht runter. Hier kann man runter. Okay. Und dann ist das hier. Jeder Tag ist wie der andere. Ohne Veränderung herrscht einfach nur Langeweile. Ich will zu einem schnellen Kampf definitiv nicht Nein sagen. Oder werde. Ja. Das wird dann vermutlich der dritte von denen sein. Idris. Ein Floink. Rein. Oh, no. Wollte sagen rein Psycho. No, das ist das andere Schwein-Pokémon. Ja, okay. Auch hier nicht viel mit dabei. Zumindest mit dem ersten von den zwei, die er, glaube ich, hatte. Hier wird einfach nur auf Wasser gewechselt. Schnüffler. Ha, okay. Von mir aus. Glut macht keinen Feuerschaden. Oder keinen Brandschaden. Also, sollte es mir recht sein. Bye bye. Das dürfte auch nochmal einiges an XP, denke ich, geben. Ja, immerhin. Eneko. Okay. Leider nicht viel, was ich hier anders machen kann. Man könnte zwar, denke ich, versuchen, irgendwie so einen Kampf herauszufordern, indem man wieder sagt, oh, Night Booster und dann langsam runter prügeln. Ah, nee. Mach's bitte einfach platt. Mein letzter Pokémon-Kampf ist ehrlich gesagt schon ziemlich lange her. Mir macht das nichts aus, dass hier in den Werken jeden Tag die gleiche Arbeit ansteht. Das bedeutet schließlich auch, dass alles wie geschmiert und ohne Probleme läuft.
Oho, ein Onyx war dahinter. Gut, dann... Ja, ist ein bisschen fies. Man würde denken, man könnte einfach dazwischen laufen. Ich weiß nicht, ob wir hier unten noch was haben. Natürlich kämpfe ich gegen dich. Mein Fleckneue, würde dich das fürchten lernen. Okay, dann werden wir die Person danach nochmal überprüfen. Zugegeben, ich habe jetzt mein Pokémon nicht geheilt oder ähnliches. Botogel. Ist das nicht Eisflug? Das ist eine richtig merkwürdige Typenkombination. Es hat aber auch eine merkwürdige Angriffsoption. Dementsprechend, ich gehe mal mit Komo. Ein Geschenk kann nämlich heilen oder Schaden machen. Oh Gott, damit könntet ihr mit bitte vergiften, bitte mal endlich treffen. Au. Immerhin. So, wir haben auch mal Egelsamen einfach noch hinterher, warum nicht? Wir wehren die Attacke ab, die eventuell uns auch hätte heilen können. Soll mir recht sein. Soll mir alles recht sein. Okay, also, ich habe das Gefühl, hier ist nicht mehr allzu viel mehr sonst, denn wir hatten jetzt hier schon wieder... Dankeschön. Den untersten Bereich erreicht. Wir hatten unten bei dem Steg den einen Pokéball gehabt. Mit Raub. Da war schon wieder Ende im Gelände. Also ich denke, hier ist wirklich nicht mehr allzu viel mehr. Was das bedeutet fürs nächste Mal dann? Werde ich wieder hingehen, unsere Pokémon leveln? Wenn wir nicht 18 überschreiten dürfen, ist 17 in Ordnung als Level? Vielleicht? Ja, schön. Aber sogar einiges an XP. Du meine Güte, du hast mich das Fürchten gelehrt. So, und du? Auch nochmal Trainerin? Nanu? Du hast ja einen Pokédex. Ich habe gehört, dass der neueste Pokédex eine tolle Funktion haben soll, die sogenannte Habitatsliste. Yes. Würdest du mir mal zeigen, welche Pokémon sich hier in den Werken so finden lassen? Nanu, du hast in der Habitatsliste den Bereich für die Werke ja noch nicht sonderlich gefüllt. Oh no. Boohoo. Okay, dich haben wir besiegt. Die drei haben wir besiegt. Kriegen wir unsere Belohnung? Oha, du hast ja tatsächlich schon erledigt. Hier, ein kleines Dankeschön. Oh, nice. Nice. Das ist hilfreich. Sehr schön. Jetzt sprühen alle in den Werken nur sofort Tatkraft. Okay. Das könnte nochmal hilfreich werden. Zertrümmerer ist mit 40 Stärke nicht umwerfend, aber wir haben bisher so überhaupt keine Kampfattacken. Heißt also da nochmal gerade Normal-Pokémon und Co. Ha. Natürlich kann es nur Komo. Gerade Komo ist derjenige, wo ich ja schon so ein bisschen angemerkt habe, dass ich nicht weiß, was ich dafür aufgeben will. Ich bin mal so frei und werde vermutlich sogar tatsächlich Tackle aufgeben. Ist eine Gefahr, klar. Aber aktuell habe ich viele andere Pokémon, die auch ebenfalls Tackle können. Und ich will eigentlich nicht die Option aufgeben, eine Kampfattacke im Arsenal zu haben. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben hier soweit fertig. Gab es sonst noch irgendwas? Ja genau, hier kommt man nicht durch. Das ist ein bisschen merkwürdig gemacht. Da waren wir... Das Fiese ist, das ist ein Gebiet, denn Gebiete werden immer meines Erachtens hervorgehoben, wenn hier so die Anzeige sich ändert. Und das passierte da unten nicht, also ist da auch kein weiteres Pokémon für uns drin. Wir können nochmal gucken, ob es hier irgendwelche Häuser, die interessant sind zu betreten. Der Chef Nastratos City legt hier ab. Es kann wilde Gewässer durchqueren, die für Pokémon unüberwindbar sind. Mhm. Der Kapitän gibt sein Debüt in Pokéwatch. Er meinte, dass seine Tochter gleichzeitig Arenaleiterin und Frontfrau einer Band sein kann, dann könnte er sowohl Captain als auch Schauspieler sein. Ich kann aber durchaus verstehen, warum sie die Arenaleiterin Mika nicht so allzu sehr davon angetan ist, weil sie durchaus recht hat. Es trug sich vor 2 Jahren zu. Eine Gruppe namens Team Plasma hatte sich um einen Helden geschart, der das legendäre weiße Pokémon Reshiram bei sich hatte, mit dem Ziel, sich die Einallregion untertan zu machen.
Ich werde auch zum Helden und dann freunde ich mich mit Reshiram an. Reshiram ist das Länge der Pokémon, glaub ich zumindest. Ach, ein Pokémon-Trainer. Mein Enkelkind hat damals auch zusammen mit seinen Pokémon die Arenen in vielen Orten besucht und dort Arenen gesammelt, genau. Einfach mitgenommen. Okay, hier gibt's scheinbar wirklich nicht mehr allzu viel zu tun. Weiß ich mal, was das für ein Laden ist? So eine Art Kindergarten vielleicht? Hier ist nochmal ein Haus zu betreten. Okay, wenn wir eh schon angefangen haben, hier die Häuser zu betreten, warum auch nicht hier das letzte noch? Mensch, ich würde am liebsten sofort nach Pokémon gehen. Mein Ohr noch würde sich bestimmt prima auf der großen Leinwand machen. Meinst Haut abgezogen als Vorhangmaterial? Wenn sich ein Pokémon entwickelt, macht es eine große Veränderung durch und wird grundsätzlich natürlich stärker. Entwickelt es sich nicht weiter, entwickelt es sich dafür umso schneller neue Attacken. Ja. Pokewedel. Da what now? Da Pokewedel. Erzähl mal. Da ist er. Ein hübscher Wedel. Er ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Dadurch, dass einmal dabei steht, ist ein Gegenstand, den man wirklich halt einsetzt und so gesehen verbraucht. Gut. Dann kommen wir hier für heute zum Ende. Ich werde mich fürs nächste Mal auf die Arenaleiterin vorbereiten. Ich denke, Level 17 sollte in Ordnung gehen. Da gehe ich Level 16, dass wenn die Vorkämpfe, wie gesagt, das ist ja immer so 2, 3, vielleicht manchmal auch wirklich mehr. Vielleicht mache ich 16 sicherheitshalber und hoffe, dass einfach die Pokémon, die uns entgegengeworfen werden, nicht Metang sind. Sagen wir es so, Metang wäre das größte Problem für uns. Gut, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.